Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu meiner dritten Runde Survival Games, mal wieder auf dem Dust MC Server. Und zu Anfang an möchte ich einfach mal ganz kurz das klarstellen, und zwar ich spiele nicht auf Dust MC Server, weil ich nichts drauf habe, sondern einfach, weil es mir einfach Spaß macht hier zu spielen. Es ist hier nicht überfüllt, du brauchst kein Premium in die Lobbys reinzukommen. Survival Games ist einfach angenehmer, nicht gerade gegen die allerbesten zu spielen. Und ja, und einer hat mich sogar schon gefragt, ja, wieso, du spielst doch nur da. Ja, weil du sowieso auf Hive keine Chance hast und so. Ja, gut, das stimmt vielleicht ein bisschen. Weil im PvP bin ich nicht gerade der allerbeste Pro. Ich wollte es eigentlich so machen, dass ihr von, wenn ich ein bisschen berühmter werde, so, ich sag jetzt mal, was sag ich jetzt mal, 1000 Abonnenten könnt ihr bestimmt schon beobachten, dass ich mich enorm verbessert habe. Ihr seht einfach dann den kompletten Anfangsschritt bis zum kompletten Ende. Und ich fand das eigentlich eine ganz geile Idee und habe die gleich mal übernommen. Das hat mir gleich mal ein Freund vorgeschlagen in Skype. Und dann habe ich so gedacht, ja, mach's das einfach mal, ist doch ganz geil. Und ich versuche mal den zu kriegen. Wir müssen nämlich immer so von der Seite anlaufen. Dann kriegt man die Naps auch immer. Dann kriegt man die immer ganz schön. Und ich wollte gerade dumme Sachen austauschen. So, ich gehe mal schön wieder in die Höhle. Und diese Runde möchte ich euch einfach nur mal einen ganz kleinen Trick zeigen, wie ihr einen mit Full Iron oder ein Dreier-Team oder ein Zweier-Team gnadenlos einfach so ausschalten könnt. Wie ich jetzt sehen. Nein. Das ist ganz einfach. Ihr braucht einfach nur ein Item, das Blöcke updaten kann, wie TNT, Spinnennetze oder Kuchen. Habe ich alles drin, das wäre jetzt eigentlich ganz gut. Das ist einfach so super leicht und der Gegner schreibt dann meistens Good Game, gut gemacht im Chat. Ihr werdet den Trick höchstwahrscheinlich gleich sehen, bei dem Typ. Das ist echt mein Opfer. Und so ein Türen zu. Team. So, ihr nehmt das Item in die Hand. Oh, er hittet euch einmal, ganz wichtig. Und dann läuft ihr hier hinter. So. Ihr dreht euch um, setzt das Ding und rennt weg. So. Wie ihr seht, der Typ ist hier runtergeflogen. Oh, ich finde es so gut. Ich setze hier nochmal ein TNT und kriegt auch noch Schaden von mir. Dann gehört der Punkt auch uns. Und der Junge, der stirbt jetzt einfach. Ich schreibe hier gut Gaming Chat. Er hat sich jetzt ausgelockt. Natürlich habe ich jetzt die Punkte nicht gekriegt, das könnt ihr auch auf Hive zu machen. Ist eigentlich ein ganz cooler Trick, ihr könnt vor drei Teams, zwei Teams abhauen und die so ganz leicht außer Kraft setzen. Und wenn das natürlich dann nichts geholfen hat, verdammt, ich hätte es bei dem Team machen sollen, dann geht der einfach hin. Hallo, sagt Hallo. Geht hinter. Ich will jetzt nur ein bisschen verarschen, den Typ. Bleibt kurz stehen, rennt dann. Also es ist wichtig, dass ihr einfach keinen großen Abstand habt. Wenn ihr Zeit habt, schreibt ihr noch rein, bitte nicht töten oder so. Und wir sind gerade voll die falsche Richtung gelaufen. Vielleicht läuft ihr ja mit uns. Und dann gibt's hier einen Knopf. Wenn ihr den seht, drücken und dann weglaufen. So, der hat jetzt nichts gebracht. Die haben sich jetzt nicht davon beeindrucken lassen. Da geht in der Mitte geht so ein kleines Ding hier auf. Und dann sterben die eigentlich. So, wir setzen hier einfach jetzt mal ein TNT. Den Typ hat's fett erwischt. Ich würde drauf sagen, ne? Der hat nämlich einen coolen Iron Helm. Den will ich nämlich. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass der hinter mir nicht zu nahe kommt. Weil der könnte mir echt noch gefährlich werden. Das ist deine Abstauber. So. Oh, bleib doch stehen, Mann. So, den haben wir getötet. Und da kommt auch jetzt schon der andere. Ich hoffe, den kriegen wir noch. So. Oh, wir waren gerade richtig schlecht. Oder ich war gerade richtig schlecht. Ich gönne mir einfach mal die XP-Fläschchen. Wir haben ein Level, das heißt, wir verzaubern gleich mal unser Schwert. Dann haben wir auch gute Chance gegen die anderen. Erstmal was essen. Natürlich. So. Wir haben Iron Helm gekriegt und sonst ist nichts zu verwerten. Wir können jetzt natürlich auf Diamantsuche gehen, habe ich aber echt keine Lust gerade. Das heißt, ich muss noch ganz viele töten, zum Beispiel zwei oder drei. Dann ist auch die Chance höher, dass ich einen Diamant kriege. Auf jeden Fall ist hier sowieso in jeder zweiten Truhe ein Diamant drin. Aber ich habe jetzt eigentlich gerade keine Lust, Diamanten jetzt zu suchen. Von dem her bauen wir ab. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sofort verzaubern will. Die Runde ist jetzt einfach eine kleine taktische Runde.
Also nicht wundern, falls ich jetzt hier nicht so PvP-Action ist. Ich wollte euch jetzt einfach hier noch ein bisschen nahe bringen, falls ihr noch nicht so gut mit PvP klarkommt. Zum Verzaubern geht ihr einfach in das rote Gebäude hier rein. Lauft hier hoch. Habe ich was falsch gesagt? Oh, ich habe was falsch gesagt. Tut mir leid. Ich habe was falsch gesagt. Okay, tut mir leid. Wir müssen natürlich in das Gebäude rein. Das da. Sind beide so schön rot. Haben wir denn so einen Kompass? Nee, haben wir leider nicht. Okay. Das Finale wird schwer, sage ich jetzt mal. Ihr geht da links, einfach die Treppe hoch. So. Geht hier in die Mitte, hier einfach rein. So. Und hier müsst ihr auch schon hier so eine Türe finden, nicht eine Truhe. Hier ist nämlich so eine Türe, da geht ihr rein, so. Und könnt dann hier in Ruhe verzaubern. So, ein Level müsst ihr raussuchen. Ich habe jetzt Sharpness, das ist Schärfe. Ist echt sehr gut. So, ich guck mal, wo der nächste Gegner ist. 100 Blöcke entfernt. Das heißt, wir haben Zeit zum Essen, zum Regenerieren und zum Chillen. Steffen wird sowieso in 10 Sekunden, wie ich gerade lese, gestartet. Bisschen komisch. Diamant hat uns jetzt nicht mehr gereicht. Auf jeden Fall können wir dieses kleine Ding hier machen. Ach man, mir fällt ein Kuchen. Okay, wie viel? Nee. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen auf Abstauben aus. Oh man, sie geht voll auf uns. Ich hab echt keine Lust, dass die auf uns geht. So, wegen dem sneak ich jetzt hier. Bitte Team. Oh, ich will nicht gegen die, Alter. Ich hab keine Lust, das heißt, ich laufe jetzt einfach mal an dem anderen vorbei. So, wo ist denn der andere? Ich laufe hier jetzt einmal drum rum. Okay, die kriegen wir nicht. Das sehe ich jetzt schon. Ist sie hinter uns? Emergency Cobweb. So. Nee, Energy Cobweb können wir natürlich jetzt nicht machen. Oh, die Diamantschwert ist so voll unfair. Ernsthaft? Ein bisschen von uns. Oho, Leute. Okay, egal. Ich wollte jetzt einfach mal zeigen, die Runde. Das soll jetzt nicht keine Gewinnerrunde sein. Ich schreibe jetzt einfach mal gut Game in Chat. Waren gerade ein bisschen schlecht von uns am Ende erspielt. Auf jeden Fall wollte ich das einfach nur jetzt nochmal euch kurz nahe bringen, wie das Ganze funktioniert. Die kleinen Tricks hier einfach und wie man andere ausloggen kann. Ja, der wäre auch gut viel besser gerüstet. Also wir hatten gerade mal enchantetes Steinschwert und eine hässliche Rüstung. Jo, auf jeden Fall würde ich sagen, richtig geile Runde, obwohl, was heißt geil, wir haben nicht gewonnen. Normalerweise kann man hier locker alle abziehen. Ich bin jetzt aber eher auf die Strategie ein bisschen ausgegangen, habe deshalb nicht gewonnen. Ich hätte auch noch länger Truhen suchen können. Pipapo, auf jeden Fall haben wir sehr viele Kills gemacht und habe mich auch schon ein bisschen gefreut. Am Schluss waren wir ein bisschen zimperlich und ein bisschen pussig. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, bis in 2 Tagen und mein lieber Hater, dir habe ich auch noch was ganz Kleines zu sagen. Ich habe genug Freunde, die ein bisschen DDoSen können und falls du noch nicht weißt, was DDoS ist, die setzen dein Internet komplett für 5 Tage lahm und da kommt auch nicht dein schöner Papi oder so rein. Die finden dann alle deine IP raus und dann wirst du richtig fett gedowngraded. Von dem her hast du eigentlich keine Chance, wenn du mich mit 5 Channels dislikes, das kann man auch sehr gut sehen, denn wir haben alle Videos schön gemacht, auf 2 Videos haben wir keine 5 Dislikes, 8 Dislikes, tut mir leid, da hast du wahrscheinlich vergessen und du warst einfach zu dumm, auf jeden Fall würde ich sagen, geile Runde, viel Spaß mein Hater, bis zum nächsten Mal und ciao!